Alrighty, Demon. Rein geht's. Austin, Texas ist am Start. Meine Freude ist bei ungefähr... Nee. Auf welcher KI-Stufe bin ich eigentlich gerade? 95 weiterhin, ne? Oh, hat sich in den letzten Videos als ganz gut erwiesen. Ich habe, by the way, in der Renault-Karriere mit 2 Rennen weniger 53 Punkte mehr. Trotz schwächerem Motor. Keine Ahnung warum. Moin Holger, by the way. Ja, gucken wir mal, was jetzt abgeht. Mal schauen. Moin Siraton. Ja, ich finde Austin, Texas ist halt leider nicht so... Das float nicht wie Nasenbluten irgendwie. Oh! Das ist neu. Ups. Ha. Huh. Krake. Ja, das ist nice. Kann man mal machen. Ja, wir werden vielleicht später... im Stream auch die Qualification für die Liga machen. Habe ich vorhin in der Liga mal registered. Bin mal gespannt darauf, ob die Leute von der Liga mich sperren werden. Aber mal schauen. Sagen wir es so, die Angaben sind noch nicht ganz hundertprozentig korrekt, wie sie sonst sind. Mir gefällt die Strecke irgendwie. Du, Chris, es war eine schöne Zeit mit dir. Mein Silvado. Mein Roby. Ja, Leute, gucken wir mal. Ah, ich bin heute wieder ganz gut drauf. Bin wieder ein bisschen fitter. Ich habe tatsächlich gestern Abend nach einem Rennen ja aufgehört. Und weil mir ging es halt nicht so gut. Ich glaube, man hat es auch gemerkt, dass ich sehr, sehr ruhig war. Dass ich sehr wenig Klamauk gemacht habe und so. Und danach bin ich nochmal in die Stadt gegangen und habe nochmal ein paar Schritte gemacht. Und gestern habe ich tatsächlich, glaube ich, den Rekord gehabt. Mindestens schon mal seit ich wieder iPhones nutze. Seit, keine Ahnung wann, 2020 irgendwann, 19. Und habe über 25.000 Schritte an einem Tag gemacht. 22 Kilometer. Das war... nicht schlecht. Oh, es gibt eine Reaktion auf meinen Beitrag. Geil. Reason, warst du das? Oder sag mal, wer da reacted hat. Also 25.000 ist schon ordentlich. Und ich habe jetzt einen 12-Tages-Streak, wo ich 10.000 Schritte oder mehr pro Tag gemacht habe. Leute, die da jetzt irgendwie normal berufstätig sind und sagen, pff, das laufe ich jeden Tag. 10.000 Schritte, die pisse ich. Denken sich jetzt manche. Aber es ist irgendwie für jemanden, der im Homeoffice arbeitet, nicht so unfassbar easy, dass man da irgendwie ordentlich, ich sag mal, Alltagsbewegung reinkriegt. Weil ich selbst kriege halt irgendwie 7.000 Schritte pro Stunde zusammen. Das heißt, ich brauche halt 1,5 Stunden ungefähr für so 10.000 plus minimal mehr Schritte. Und das heißt, ich muss erstmal 1,5 Stunden einplanen. Das ist big off. Ich bin Beamter und laufe auf der Arbeit gerade mal 400 bis 1.000. Ja, also bei mir in der Arbeit sind es im Prinzip 10. So. Vom PC, hier Arbeitsrechner, Schnittrechner hin zu dem Rig sind so 3, 4, 5 Schritte. Da stehen keine Zeiten bei. Und wieder zurück. Und ja, insofern ist es auf jeden Fall ganz geil, dass ich da... ja, dass ich da so ein bisschen das auch für mich ändern kann. Scummy, vielen Dank für den 5. Danke, Dave. Danke dir, mein Lieber. Ehre. Ja, aber ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ordentlich, dass man da ein bisschen was zusammenkriegt. Ali arbeitet im Supermarkt und läuft das Dreifache. Ich hoffe aber von 10.000 und nicht von 25.000, weil sonst würde ich mir Sorgen machen. Aber GG, ey. 30.000 Schritte pro Tag ist nice. Nightwolf, vielen Dank für den Prime-Sub, Ehre. Mm. 608. Okay, wie machen wir das jetzt? 250 und 350, let's go. Kriegen wir hin. Ja, müssen wir noch weitere Sachen saven. Nein, ich habe eine Sache vergessen. Ah, okay, die Steuerelektronik ist nicht so stark abgebaut. Das geht sogar noch.
Ja, ich bin mal gespannt jetzt, wie es läuft. USA war immer so eine Strecke, wo gefühlt die KI immer im Rennen deutlich stärker war noch als im Qualifying oder nicht so stark nachgelassen hat. Guten Abend, Break. Do you also speak German or is it pretty much everything you know in German? Ja, also ich kann jedem empfehlen, möglichst viele Schritte zu machen, weil ist auf jeden Fall hilfreich. Mamo Mamo, danke für den Prime Sub in den 27. Ehre, mein Lieber. Bei Break könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Der hat nämlich mal als Formel 1 Ingenieur gearbeitet. Big Uff. Super geile Sache. I have Bavarian Translator, Freundin. Oh, that's nice. Greetings to her as well. And also greetings to you. Don't judge me too harshly, please. So, rein da. Oh, stimmt, das hatte Marcel gesagt. Okay. Yeah, I feel like my team car has much less grip than the regular cars. I would definitely go for a driver career after this season. And Weber is OP. Currywurst? Immer. Ich habe tatsächlich letztens mal bei Marcel kurz zugeschaut. Der hat hier links in dieser Linkskurve richtig hart über den Körper gecuttet. Und die fahren ja wohl mit. Streng Track Limits. Ach komm, die Runde nehmen wir so jetzt mit. Ist eigentlich für Siebs noch härter. Ich mag das nicht. Ich mag die Strecke wirklich einfach nicht. Egal. Ich will es einfach nur schnell hinter mich bringen. Ich hasse Austin. Ja! Immerhin habe ich DRS. Schucki, danke für den Prime-Sub. Vielen Dank, Pedi, für den 32. Let's go, guten Abend und viel Erfolg. Ehre, mein Lieber. Pedi hat irgendwie Sub-Benachrichtigungen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du häufiger als einmal pro Monat eine Sub-Benachrichtigung hast. Break, I would love to see that. Maybe we should get in touch for the future. I will not talk about my driver preferences, as I know you have worked with a few drivers, so I will not judge any driver. Marco, danke für die 100 Bits. Tilpi, danke für den Prime Sub. Ehre. Fährt man hier mit so viel Downforce? Ich habe einfach das Gefühl, dass ich schlecht bin. Komm, nehmen wir das Suzuka-Set. Einer. Chris, Alter, vielen Dank für die 3 Gift-Subs nochmal. Ehre. Vielen, vielen Dank. I like and respect all of them. Same goes with me.
But my personal limits for how harsh you drive against each other probably is a bit lower than from many others, so I'm a bit more on the passive side for the duels. I show some of my best English skills now. Aber ich bin so schlecht. Unfassbar. Hilft nur Japanisch oder Deutsch? Arigato. Ich bin diese Strecke halt bis jetzt noch nie gefahren in diesem Spiel jetzt und ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, warte mal, ich gehe mal den genauen Gegenteilweg. Ich mach mal den Dave. So, warte mal. Machen wir mal das, was Reason dir letztens mal vorgeschlagen hatte. So, gehen wir mal hier in die Richtung. Ja, nee, skippen ist keine Option, moin Kente. Ja, ich hoffe, dass wir nicht zu sehr auf der Geraden gefressen werden, mal gucken. Ja, ich bin... Ach ja, Krebus, danke dir für den 12 mit Prime. Weiter rein und huhu, Dave. Moin, moin. Ehre. Und Delkun, danke für den 12 mit Prime. Nam dann alle, 12 Monate schon. Die Zeit vergeht ja wie im Flug. Ich hoffe, das geht gleich fürs Rennen genauso. Streiker 3, danke dir für die 23. Hype. With qualifying wrapped up now, we have our grid lineup for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what. Ich mag diese Strecke halt einfach nicht, aber hey, komm, wir kommen schon irgendwie durch. Maverick, vielen Dank für die Prime Sub, Ehre. So. A break when you come to Germany, you definitely have to drink Paulaner Spezi. It's the best drink in the world. So, gucken wir auf die WM kurz. 169 Punkte bei Mark Webber. 130 bei mir, 299 beim Team, 96 hinter Red Bull. 105 hinter Mercedes. Wann? Wie war mein Karaoke-Abend? Ich hatte tatsächlich keinen Karaoke-Abend. Ich werde erst demnächst was machen. Lipton viel besser. Da fällt mir ein Witz ein. Der kleine Justin beißt in den Pfirsich rein und läuft kreischend zu seiner Mutter. Mama, Mama, der Apfel schmeckt nach Eistee! Pole Position für Mark Webber. Richtig. Genau das. So, wir switchen mal die Reifenstrat.
Auf geht's. Oh, Signs auf 10. Ich hatte das Gefühl, dass es ein sehr guter Start war. Okay, let's go. Ah. Okay. Al Bono. Oh. Alter, Sainz. Ich bin hier im Spanien-Sandwich. Sainz. So, I've been overtaken by Williams. Seventh catchphrase. Okay, keine Reifenprobleme, heißt Flügel ist okay. Oh, Top Speed sieht ganz gut aus, sieht okay aus. Ja, ich hab vergessen, den Alonso zu machen. Und Leander Schmidt, danke für den zweiten! Mit rein geht's rein. Push. I know. Uiuiuiuiuiui. Alter, wie Mark Webber einfach komplett wegzieht. Krass. Oh, da kämpft ein Mercedes gegen das Auto und ein McLaren. KI, Ausrufezeichen KI, ist auf 95. Albon Ehrenmann hält gerade hier gut Sainz auf. Jetzt Sainz aber nicht so. Ah, da kommen wir die neuen Follows Ehre. Was für ein Verbot in manchen Ländern. Rein in den Lachs. Lachs in den Rhein. Oh, Grünflöcke. Oh. Oh, ist es vor uns was oder? Sainz immer noch nicht vorbei an Albon. Was, Bruder?
Ah, no! Zu spät reagieren, ich konnte da nicht mehr reagieren. Wie hat er so einen Turnen gehabt, nachdem er so sich verbremst hatte? Nein! Karma dafür, dass er mir in der ersten Runde keinen Platz da gelassen hat. Weil ich ihm jetzt natürlich auch keinen Platz da. Oh. Ja, hinterherfahren gibt's ja keinen Weaven. Weaven gibt's ja nur in der Verteidigung. Deswegen ist es ja nicht so schlimm, wenn ich beim Hinterherfahren so ein bisschen hin und her schlenkere. So, auf geht's. Vorbei am Haas. Ach, come on, Alter! Viel zu viel Zeit verloren, leider nach vorne. Mag ich mehr Formel oder GT3-Wagen zum Fahren? Formel. Kommt meinem... ja, Fahrstil jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall meinen Präferenzen eher entgegen. Ich würde sogar behaupten, dass es so ist, je mehr Aero, desto besser komme ich klar. Gasly! Ich lieb's, wenn Ricardo es macht. Alla Vettel, was? Was habe ich gesagt, dass es Alla Vettel ist? Ach so, je mehr Downforce, desto besser. Das könnte gut sein. Wobei Vettel ja mit dem 22er Auto deutlich besser klarkommt, als ich es jetzt eigentlich erwartet hätte. Keine Ahnung, vielleicht waren 17 und 18 einfach ein paar Unachtsamkeiten. Jetzt ist er halt so deutlich besser als Stroll, wie er es nicht mal letztes Jahr war. Also, die Gap ist größer. Vorne wird gefightet.
Das sind Russell und Norris. Kevin, ja geil, vielen Dank für den zweiten mit Prime, Ehre mein Lieber. Juhu, rein in den zweiten, Ehre. Welche Strecke ist das, muss man nicht kennen, Bugfisch. Austin, Texas, nicht gute Strecke. Da ist nichts gut. Ich verstehe halt solche Momente manchmal dann nicht, warum die Kiste einfach plötzlich quer geht. Oh, Probleme bei Pierre Gasly! Oh, 3 White! Umaizo, yoku yatta. Schön viele ERS nutzen jetzt. 1,6 nach vorne. Oh, das ist Ricardo, ist nicht mal Norris. Wir haben einfach mittlerweile gewohnt, dass der McLaren weiter vorne eher Norris als Ricardo ist. Oh, direkt im DRS-Fenster. Welche Strecke magst du gar nicht? Austin. Das ist halt wirklich Hand aufs Herz, meine absolute Hassstrecke. Ich glaube, es gibt wirklich keine Strecke, zumindest in diesem Spiel oder auch allgemein in der Formel 1 in den letzten 10 Jahren. Oder 15 Jahren, 20 Jahren, die ich weniger ausstehen kann als die hier. Und Hero, vielen, vielen Dank dir für den Prime Server, den zweiten. Merci, mein lieber, Ehre. Warum hast du die Strecke denn? Die hat keinen Flow. Ich finde fast alles an dieser Strecke so unangenehm. Und fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Mein 17er. Ja, Architekt, danke für den 5. mit Prime, Ehre, mein Lieber. Merci.
Danke für die ganzen neuen Follows, Leute. Ehre. Ja, die Fahrzeuglevel, wenn die wechseln, das ist echt unangenehm. Ich frage mich, warum das jetzt seit dem letzten Spiel so ist, weil in F1 2020 war es definitiv nicht so. Der Reifen blockiert wie sonst was, glaube ich. マシンとの差は1.8秒。 Ich habe halt Angst, hier noch stärker einzulenken. Odo wird dann halt sehr, sehr nervös. Ich glaube, in dieser Runde werden jetzt einige reinkommen. Runde 12, 13 dürften wahrscheinlich die Runden sein, wo die meisten reingehen. Mein Leo Picas, ich habe tatsächlich seit einer Weile jetzt KI 95 drin und funktioniert mal mehr oder weniger gut. Also für mich persönlich. Mal bin ich ein bisschen weiter vorne, mal ein bisschen weiter hinten, aber erste Season ist einfach zum Lernen da, keine Ahnung. Ich habe eher auch das Gefühl, dass das teilweise sehr random ist, wie stark die KI gerade ist. In der Renault-Saison habe ich trotz schwächerem Motors irgendwie 53 Punkte mehr in zwei Rennen weniger geholt. Scheinbar ist der Renault einfach sehr viel besser fahrbar. Warum ist das Mighty Auto nur am Rutschen, obwohl es das viertbeste Auto bei dir ist? Weil das Mighty Auto schlecht ist. Also wirklich, wirklich schlecht.
Okay, die Leute sind immer noch draußen. Bug fährt weiter, die anderen fahren in die Box. Also wenn die Mediums so lange durchhalten? Ich hole jetzt ein bisschen auch zu Russell auf, aber auch wirklich nur im 100stel-Sekunden-Bereich. Na, wobei... Ich hatte eigentlich erwartet, auf der Geraden wenigstens ein bisschen näher zu kommen. Ich glaube, ich verliere eher sogar noch einen Ticken. Okay, Dave, we switch to Plan B. Plan B. Why? Save your ERS, save your ERS. We need your energy. Ich frage mich halt, wie Marcel und so da so drüber kesseln und trotzdem schnell sind. Ich verliere da komplett jegliches Momentum.
Auf der Geraden denkt sich der Ferrari. Nö, du bist nicht schneller als ich. Tschüss. So, perfekter Teamplayer. Optimaler Wingman für unseren Teamkollegen. Jetzt ab zum Sieg, Mark. Komplett ohne Verhalten, ja. Und wahre 6, vielen Dank für den 10. Oh. Merci. Das war ein echt schlechter letzter Sektor. Welchen Sektor finde ich am schlimmsten? Alle. My camera settings, exclamation mark. Kamera, I guess. Camera, but with a K instead of a C. Or it's cam. Exclamation mark cam. Ah yeah, there it is in the chat.
Mal gucken, ob ich am Ende vor oder hinter Russell ins Ziel komme. Wenn ich hinter ihm bin, habe ich jetzt 2 Punkte geopfert für 7 von Mark. Wenn ich vor ihm ins Ziel komme, haben wir nichts verloren. Oh. Alpha Tauri ist raus. Yuki Tsunoda. Ja, mal schauen, wie es zu Russell aussieht. Eine Sekunde pro Runde ist auf jeden Fall gut, aber wir müssen vorbei und vorne bleiben. Könnte sich als schwierig erweisen, mal schauen. Bei den V3-Pedalen härtere Federn für das Gaspedal. Eine Sache, die tatsächlich Ray hatte, war so ein Damper-Kit für das Gaspedal. Ich weiß nicht, ob das das härter macht oder nicht, das Gaspedal, aber vielleicht kannst du dich da mal einlesen auf der Fanatec-Seite, ob das eventuell etwas in die Richtung ist, was dir gefallen könnte. Noch 30 Follower zum nächsten Meilenstein, crazy. 85k, holy moly. Ehre, Leute. Oh, da vorne ist alles jetzt, das splittet jetzt. Der Ferrari konnte sich von allen losreißen. Jo, nichts zu danken. Ich hoffe, dass das das Problem oder den Wunsch halt befriedigt dann. Wie viele Subs bis zum nächsten Meilenstein? Du meinst Twitch-Subs? Kommt drauf an, was man als Meilenstein sieht. Wir haben aktuell 1127. Ich glaube, bis zum nächsten Mode-Slot müssten es über 2000 Subs noch zusätzlich sein. Das ist ein bisschen schwer zu erreichen. Ich wollte halt ein bisschen ERS sparen in der Runde und war direkt leider nur auf Russell Pace. Vielleicht sollte ich erst versuchen, ERS zu snacken und dann ERS sparen. Let's go. Nice.
Okay, das ist egal. Schnauzmann, vielen Dank für den 33. mit Prime Ehre. Moin, moin. Moin. So, auf geht's. Ja, mit Windschatten und DRS und dann ohne ERS-Einsatz bin ich direkt 16. schneller, als wenn ich keinen DRS und Windschatten habe und kein ERS einsetze. Reizt wirklich, warum Ingenieur auf eine anderen Sprache, oder? Hey, dieses NH habe ich eh nicht verstanden, aber auf einer anderen Sprache ist ja eigentlich obvious, oder? Sorry, also soll kein Shaming sein, aber ich verstehe dieses NH eh nie. Wo kommt das eigentlich her? Hat das irgendein YouTuber mal verwendet, dieses NH? Weil ich bin jemand, der bei Sprache sehr viel irgendwie Einflüsse zulässt, aber das habe ich nie in meinem persönlichen Toleranzrahmen gehabt. Moin Lust. Moin Torben. Ich weiß, was Nir heißt, aber das ist halt komplett in jeglicher Hinsicht falsch. Ne, als NE gibt's schon. Puh. Da einige Leute weiterhin über die Karaoke-Bar fragen, es gab keinen Besuch in der Karaoke-Bar. In dem Fall war die Abendgestaltung einer anderen Person mal relevanter als meine dann. Moin Claire. So, rein da. Okay, auf Startziel kann ich nicht vorbei ohne Zeitverlust. Ich will noch eine schnellste Runde holen, deswegen spare ich so viel ERS. Nice, Ehrenberg, Mann. Das freut mich, dass das ist, was du gut gebrauchen kannst. Wenn du magst, kannst du gerne über die Fanatec-Links bei mir auf die Seite, dann kommt ein kleiner Kickback hier an den Kanal rein. Das wäre ehrenhaft. Hashtag Werbung. Noch 4 Laps分くらいだ。
Und Vaino, vielen Dank dir für den zweiten Monat, Ehre, mein Lieber. Merci und moin moin. Und Funker, vielen Dank für den zweiten auch dir. Ehre. Hä, beschwert sich gerade jemand im Chat wirklich darüber, dass die Frontflügelschäden jetzt mittlerweile nicht mehr so viel Zeitverlust bringen? Das ist doch eine der besten Sachen. Also sorry, es wird so oft mit realistisch-unrealistisch argumentiert. In dem Fall muss man doch echt sagen, es war einfach nur hirnrissig, wie viel Zeit man verloren hat durch den Damage. Eine der wenigen sehr positiven Neuerungen. Hi Dave, wie kann ich bei F1.22 die Simulation in die Reifen aufstellen, damit ich nicht nach jedem Stopp so viel Zeit auf die KI verliere? Unter Simulationseinstellungen musst du bei Reifentemperatur-Dingsbums von innen und außen auf außen stellen. Oder nur außen oder so heißt es dann. Wie sich Mark am Ende noch durchsetzt, nice. Meinige Maschine との差は 8.0 秒. Und selbst wenn es nicht realistischer wäre, fände ich es irgendwie angenehm, dass man durch einen Flügelschaden nicht direkt quasi das Rennen theoretisch aufgeben könnte. Ach, das ist gar nicht die letzte Runde gewesen jetzt. Oh. Leute, ich war gerade voll im Modus, dass es jetzt schon die letzte Runde ist. Oh oh. Los, Mark. Bouchard now. Schade, sonst hätte ich meine ERS vielleicht ersparen können sogar. Hm. Wobei, so hat Russell kein DRS. Vermutlich. Ja, come on, Bro, der hat hier bergab 13. Sekunden, 14. Sekunden aufgeholt. Was hat der denn jetzt plötzlich? Ein Ferrari-Motor? Dann sollte der auch hoffentlich hochgehen gleich. Habe ich was verpasst? War so 15 Minuten weg? Nö, als ich gemerkt habe, dass du weg bist, habe ich einfach Pause gedrückt. Oh, Mark auf 1 immer noch. Push. Push, push. Beide Red Bull so ein bisschen im Niemandsland so. GG, Alter. Ja, schnellste Runde hätte ich wahrscheinlich nicht mal geholt mit den frischen Mats.
Nice! Hä? Habt ihr gerade die Zeitmessung gesehen? Habt ihr den Abstand zu Perez gesehen? Das war 9,9 und ist auf 10,3 plötzlich hochgesprungen. Hä? Hab ich nicht gerallt. Und Fischi, Alter, vielen, vielen Dank für die 5 Gift-Subs. Ehre. Blue Line, vielen Dank für den Prime-Sub, auch dir. Ehre, Leute, vielen Dank. Nice. Gucken wir uns natürlich an jetzt. Zeitstrafe vielleicht? Warum sollte ich eine Zeitstrafe haben, wenn sie nicht mal da dran steht? Vielen, vielen Dank, Fischi, ey. Nice. Ich find's halt geil, was für wilde Theorien teilweise entstehen, nur weil ein Spiel teilweise sehr random Sachen macht. Wobei eine Strafe, die nicht angezeigt wird, wäre natürlich auch ein lustiger Bug in dem Game. Gab's, glaube ich, sogar irgendwann schon mal. Ja, GG Mark. Er hat 2013, by the way, kein einziges Rennen gewonnen. Unter anderem war er Multi-21-Step. Aber, ja, im Spiel schafft er es. Warum fahre ich Kurvenstränge auf niedrig und nicht auf streng? Und was empfehle ich einem Anfänger? Also, ich fahre nicht auf streng, weil ich in den meisten Fällen eh nicht groß Zeit gewinne oder verliere durch Track Limits. Und weil ich auch keine Lust hätte, permanent irgendwie mit Strafen zu fahren, während die anderen irgendwie keine Strafen kriegen. Und einem Anfänger, wie auch einem Profi, würde ich empfehlen, fahr einfach so, wie es dir am meisten Spaß macht. Es ist vollkommen Latte. Fahr streng, fahr regulär, wenn du mit dem einen oder mit dem anderen mehr Spaß hast. Do it. Weil das ist halt im Endeffekt so, keine Ahnung. Wir sind halt mittlerweile, glaube ich, in so einer Zeit, wo man auch mal ganz selbstbewusst sagen kann. Keine Ahnung, ich mag das halt so oder so, ohne dafür dann großartig geschämt zu werden. Also klar, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, schämen das dann trotzdem Leute so, dann muss man auch irgendwo mit klarkommen. Aber im Endeffekt, ey, wenn du auf das eine oder andere Bock hast oder keinen Bock hast, ey, mach's halt so, wie es am meisten Spaß macht. Also keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich auch ein paar Sachen noch ein bisschen anders machen, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stünde, aber... ja. Ich habe als Mittelfeldteam angefangen, genau. So. Gehen wir rein. Erstmal ohne Facecam. Danke, der Alte. Ehre. Ja, also keine Ahnung, ich bin eh der Meinung... Da kann man natürlich eine abweichende Meinung zu haben, aber ich bin eh der Meinung, dass bei mir das mit den Track Limits nie wirklich so ist, dass ich da jetzt großartig Zeit gewinne. Ich probiere es zumindest nicht so zu forcieren. Gehen wir rein. 194 Punkte Mark Webber, der zieht an Russell und Perez vorbei. Perez zieht an Russell vorbei. Krass. 138 Punkte bei Dave. Krass. 332 Punkte für uns als Team, 86 hinter Red Bull. Für noch 3 Wochenenden, oder? Also da ist noch theoretisch sogar was drin gegen Red Bull. Crazy. Kurze Frage, ist es ein Bug oder warum fühlt sich mein MyTeam-Auto so unglaublich gut an? Das klingt nach einem Bug, weil ich habe bis jetzt tatsächlich nur Gegenteiliges gehört, aber keine Ahnung.
Warum können wir keine Podium-Celebration-Party machen? Das wäre doch super angemessen nach so einem krassen Rennen von Mark. Mexiko ist das nächste Rennen. Das wäre tatsächlich mal, wenn wir mit der Performance unterwegs sind, mal wieder ein Rennen, wo ich gerne mal tatsächlich aber die KI testen wollen würde. Das erweist sich ja immer als ein bisschen schwierig, weil du dich nie wirklich auf das Urteil des Spiels verlassen kannst, so. Aber vielleicht sollte ich es trotzdem mal machen, weil Mexiko war die KI in den letzten Seasons immer, in den letzten Spielen nicht so super stark. Und da kann ich, denke ich mal, richtig, richtig reinklotzen. Und sollte das vielleicht nicht, wenn wir das stärkste Auto haben. Was ich krass finde, ist, dass Ferrari mittlerweile relativ nachgelassen hat. Also, wenn man sich das mal anschaut, die haben 18, hier 22, 32, 36 Punkte in den letzten drei Rennen geholt. 12 Average pro Rennen. Das ist super wenig. Das ist richtig, richtig wenig. Ja, und die letzten vier Rennen hat kein Ferrari einen Sieg geholt. Hamilton einmal, Webber einmal, Dave zweimal. Nice. Ja, also, ich bin mal gespannt. Ferrari schwächelt aktuell so ein bisschen anscheinend, ja. Nicht nur gegen uns, sondern auch gegen die anderen Teams. Ich meine, hier war auch zum Beispiel Hamilton wieder sehr dicht dran an Charles Leclerc. Mal gucken, wie es dann in Mexiko weitergeht. Für die Leute auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, das kann auch noch oben den Kanal raus, aber nächstes Video dabei sein, bis zum nächsten. Ciao.